Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir sind jetzt hier auf der rechten Seite der Sphinx in diesen Raum reingegangen und wollen den ersten Schlüssel oder das erste Ankh bekommen, das ist da drin. Aber dazu müssen wir diese Kristalle hier bescheinen lassen. Ja, auf jeden Fall müssen die beschienen werden sozusagen. Jo, einen haben wir schon in der letzten Folge hochgefahren. Und jetzt geht es an die anderen drei. Also auf geht's. Der zweite. Eigentlich immer dasselbe Prinzip. Oben halten und sich so lange daran festhalten, bis die Skarabäen das Gewicht anfassen und zack, der zweite ist hochgefahren. An den hängen wir uns auch dran. So, und wie ihr seht hier, das wird auch immer, also diese Plattform hier wird immer weiter nach da gemacht halt. Keine Ahnung, fällt es wohl gerade nicht ein. Geschoben. Und dann müssen wir halt alle Kristalle hier bescheinen lassen, damit die Tür dann aufgeht. Also auf zum dritten, aber wie kommen wir da hin? Wir müssen da hinten und dann zurück. Ja, okay. So. Hältst du dich da fest, Lara? Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Hat mir sogar Schaden gegeben. Und wir hatten schon wieder 13 kleine Medipacks. Ey, immer diese 13. Naja. Also auf zum dritten, da hältst du dich doch auch fest, aber nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Okay, jetzt bin ich überfragt. Wie sollen wir dann da hinkommen? Mal kurz die Lage checken hier. Normalerweise sollte das doch so gehen, oder? Ich meine hier, so. Dann. Also, hier auf diese Plattform jetzt hier hinten. Und dann irgendwie da ran springen. Ansonsten haben wir das Spiel mal wieder geglitscht. Wie das eine Mal, als wir eigentlich die Fallen hätten aktivieren müssen. Aber da habe ich ja auch irgendwie einen Weg gefunden. Ich glaube, das ist wieder so eine Sache von Lara will oder Lara will nicht. Oder wir sollen gleich hier ran springen. Das kann natürlich auch sein. Alles ist möglich in Tomb Raider Anniversary. Ja, kein Plan. Wir hätten wahrscheinlich am Anfang nicht runterfallen dürfen. Oder Lara hält sich jetzt hier fest. Nee, hat keinen Bock zu. Aber ich frage mich echt, wie denn sonst? Irgendwie hier rauf und dann dahin und ach, keine Ahnung. Ich probiere jetzt mal einen anderen Weg. Nämlich erstmal auf die Plattform da, auf die Wegplattform in der Mitte. Und von da aus irgendwie was erreichen. Okay, da ist irgendwie, da ist zwar irgendwas Magnetisches, aber wir können es nicht ziehen. So, eigentlich sollten wir mit der Leiter dahin kommen, aber da kommen wir ja gerade nicht ran und wir können uns doch nicht den Weg verbaut haben. Oder doch? Ich hoffe nicht. Ja, okay, das war zu weit gesprungen. Aber ich glaube, wir haben uns den Weg verbaut irgendwie. Okay, ich versuch's dann noch ein paar Mal und wenn's dann irgendwie nicht klappt, dann mache ich einen Schnitt und ja. Geht ja wohl irgendwie nicht anders.
Ja, also mache ich einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Okay, Leute, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich habe jetzt das hier rausgezogen, also das Ding da. Einfach den Magnethaken ran und ziehen und dann ist das Ding runtergegangen und das alles wieder zurück. Und ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell auf die Plattform dann da oben. Und dann halt nach da springen. Und dann warten, bis es unten ist. Und ja, dann geht's weiter. Also mal gucken, ob das so stimmt. Ja, spring doch, aber sie springt auch nicht, ne? Okay, dann halt noch mal. Hey, immer hier ist mit E. So. Ey, Laura, hör doch nicht auf zu springen. Was machst du denn? Warum? Ey, die hört einfach auf zu springen, ne? Die hängt dann da einfach mal so eine Runde. Die hängt mal ab. Hahaha. So, komm jetzt aber. Leertaste. Komm, ich hämmer jetzt einfach die ganze Zeit drauf und dann. So. Oder so ähnlich auf jeden Fall. Und jetzt das hier zuerst runtergehen lassen, dann können wir daran. Oder ich glaube, das machen wir erst als letztes und zuerst ist auf der anderen Seite hier. Naja, das werden wir jetzt sehen. So, kommen wir da irgendwie vielleicht daran? Ah nee, wir können ja sowieso hier mit, also mit diesem Weg da oben, also können wir den hochfahren lassen, den Kristall, und uns hier dranhängen an diesen Mechanismus. Also, auf geht's, jo. Dann hätten wir es auch dann in einer Folge schon geschafft, dieses Rätsel. Was mich sehr freut. Ja. Schon. So, drei Viertel ist die Brücke schon ausgefahren. Ne, what the fuck, wie sollen wir jetzt da hinkommen? Ich glaube, wir hätten doch lieber den da zuerst machen sollen. Dann. Ach komm, ey. Das ist doch. Trug. Okay, dann packen wir es wohl doch nicht in der Folge. Aber dann in der nächsten. Oder so. So, warten. Enter-Taste, Leertaste hämmern. Jo. Und tada! Ja, sauber. Besser geht's ja gar nicht, ey. Ey, komm, dann mache ich das da hinten auch noch mal raus, weil wir anscheinend irgendwie nicht darauf gesprungen kommen. Und ja, ich schneide jetzt den Weg. Wir sehen uns dann da drauf wieder. Also bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder. Jetzt beim zweiten Kristall. Endlich. Bäm. So, jetzt gehen wir nach da drüben auf die andere Seite. Wenn du dich da festhältst, Lara. Ja, macht sie, okay. So, Leertaste mal wieder hämmern. Ich sag immer Enter-Taste, ich habe keine Ahnung warum. So, geschafft. Jetzt das hier runterziehen. Lara ist ja mal wieder so fett. So. Und jetzt dann nach hier und den letzten Kristall hochfahren lassen. Yay. Dün, 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 dün. Dün, 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 ey.
Boah, Special Sequenz extra nochmal. Du hast die Brücke vollständig ausgefahren. Ja, ich weiß, dass ich jetzt den Schalter betätigen muss. Dankeschön. Na, okay, dann spiel ich ab 12, obwohl 12-Jährige sind doch nicht so dumm. Ich war damals doch auch nicht so dumm. Und ich war unter 12, glaube ich. Naja, wir betätigen jetzt, wie es die Cutscene so dezent angedeutet hat, den Schalter. Sofern sich Lava an der Leiter festhält, aber das tut sie. Und ja, machen wir wohl doch noch nicht, da die Zeit schon wieder abgelaufen ist. Also mache ich mal wieder einen Cliffhanger. Oh mein Gott, der Schalter, der macht. Den betätigen wir in der nächsten Folge. Also bis dann. Bam.